Vielen herzlichen Dank und freut uns riesig, dass ihr heute hier seid und dass wir euch ein bisschen was erzählen dürfen. Wir wollen gute Dinge zusammenbringen und wie wir an verschiedenen Stellen lernen, funktioniert das besonders gut, wo offene Dinge miteinander kooperieren, beispielsweise Open Parliament TV und Wikidata und eben Wikimedia Deutschland. Also den Verein Wikimedia Deutschland kennt ihr vielleicht schon. Kümmert sich sehr viel um Freiwilligenprojekte wie Wikipedia, Wikimedia Commons und die eben auch die Wikidata Community. Wir freuen uns immer riesig, wenn aus diesen Dingen, die dort zusammengetragen werden an Wissensbeständen, nochmal konkret greifbare, tolle Projekte passieren. Offene Daten sind was Zauberhaftes, was Wunderbares. Wir sagen dann immer abstrakt, was damit alles Tolles angefangen werden kann. Und dann kommt ein Joscha Jäger um die Ecke und ein Team von Open Parliament TV und macht damit genau so etwas. Und deswegen haben wir heute ein bisschen was zu erzählen. Sehr, sehr schöne Intro, danke Bernd. Gut, dann erzähle ich mal ein bisschen was zu Open Parliament TV. Open Parliament TV ist erstmal eine Suchmaschine und ein interaktives Videoportal für Parlamentsdebatten. Das Ziel, das wir haben, ist, dass wir Parlamentsdebatten transparenter machen wollen und vor allem auch besser zugänglich machen wollen. Wir sind der Meinung, dass in Videoaufzeichnungen von Parlamentsdebatten ein sehr, sehr großes, ungenutztes Potenzial steckt für die transparente digitale Demokratie, weil sie sehr viel greifbarer sind als beispielsweise Textdokumente oder Abstimmungslisten oder Drucksachen des Bundestages. Und weil diese Videos vor allem ein sehr viel leichter zugängliches Fenster darstellen können zu den dahinterliegenden Diskussionen, Verhandlungen und Entscheidungsfindungsprozessen, also im Endeffekt der Arbeit der Parlamente. Das Problem ist leider aber, dass Parlamente zwar Videoaufzeichnungen und Plenarprotokolle zur Verfügung stellen. Das heißt, wir haben in verschiedener medialer Form die Informationen, was passiert denn eigentlich im Parlament, was passiert denn eigentlich so in dem Plenarsaal, inklusive dann eben auch in den Plenarprotokollen wirklich Wort für Wort, was wird denn da wo gesprochen. Das Problem ist aber, dass diese Informationen in zwei komplett getrennten Systemen veröffentlicht werden. Das ist im Bundestag so, im Falle dann der Mediathek und dann eben Parlamentsdokumentation, die die Plenarprotokolle veröffentlichen. Das ist aber in allen Parlamenten, die wir uns angesehen haben, der Fall. Es ist einfach immer, sind immer zwei ganz getrennte, voneinander getrennte Systeme, die in zwei komplett voneinander getrennten Abteilungen bearbeitet werden, wo auch nicht so viel Kommunikation stattfindet. Die werden dann auf zwei komplett getrennten Plattformen veröffentlicht. Und dazu, das ist dann fast das größte Problem, hat natürlich jedes Parlament auch seine eigenen Systeme, die untereinander nicht kompatibel sind. Die Folge ist, dass es generell erstmal keine Verbindung gibt zwischen diesen Videoaufzeichnungen und dem eigentlich gesprochenen Text, so wie er im Plenarprotokoll steht, obwohl die ja beide dasselbe Geschehen eigentlich abbilden. Und das hat zur Folge, dass die Videos der Reden nicht inhaltlich durchsuchbar sind. Das heißt, ich kann nach dem Titel des Tagesordnungspunkts suchen oder nach der Rednerin, aber ich habe keine Ahnung, nur von dem Videomaterial ausgehend, was wird eigentlich überhaupt gesprochen und kann die Reden nicht durchsuchen. Und das macht es nur mit sehr viel Zeitaufwand überhaupt möglich, geeignete Videoausschnitte, die man wiederverwenden will, überhaupt erstmal zu finden, die dann einzubinden. Zitieren ist gar nicht möglich und zu teilen ausschnittsweise. Das heißt, man kann mit diesen Videos nicht sehr viel mehr machen, als einfach auf die ganze Debatte zu verlinken. Der vierte Punkt, auch wieder da eigentlich fast das Wichtigste, es ist nicht möglich, die Diskurse, die stattfinden, die politischen Diskurse über Parlamentsgrenzen hinweg zu verknüpfen, weil die Parlamente eben alle ihre eigenen Systeme haben und das sehr, sehr siloartig aufgebaut ist. Der erste Teil der Lösung, die wir mit Open Parliament TV angehen, ist, dass wir die Videoaufzeichnungen mit den Plenarprotokollen synchronisieren. Das heißt, wir nehmen uns die Videoaufzeichnung und die Plenarprotokolle und lassen darüber ein sogenanntes Alignment laufen. Das heißt, wir erkennen, welcher Satz wird exakt wann im Video gesagt und wie lange. Das Ergebnis ist dann, dass wir einerseits plötzlich wissen, was wird denn eigentlich in diesen Videos gesprochen.
Sprich, wir haben eine Durchsuchbarkeit hergestellt der Videos, können die nach Schlagworten durchsuchen, in diesem Fall jetzt sogar bis hin zu Synonymen, Wortvervollständigung etc. Also können all das machen, was man so von Suchmaschinen kennt, nur eben in der Suche, in diesen Parlamentsdebatten, in den Redebeiträgen der Abgeordneten. Was wir dadurch automatisch auch bekommen, ist, ich suche nach einem Begriff, finde die Ergebnisse, springe zu einer Rede und komme exakt zu dem Zeitpunkt, an dem dieser Satz fällt. Das heißt, wir können ein sogenanntes interaktives Transkript anbieten, das dann auf dem Plenarprotokoll basiert und das dann links einfach mitläuft, während ich mir die Rede ansehe. Wenn ich auf einen Satz klicke, springe ich wieder exakt zu dem Zeitpunkt in der Rede, in der dieser Satz fällt. Also ist der Text und das Video synchronisiert und kann zur Navigation verwendet werden, aber dann auch für andere Dinge, beispielsweise um einzelne Aussagen aus den Reden zu zitieren. Bei Open Parliament TV ist es möglich, einfach einen Satz, eine Aussage, einen Absatz zu markieren, dieses Zitat dann irgendwo zu teilen, beispielsweise auf Twitter. Und wenn ich mit so einer schönen Teilen-Kachel hier, und wenn ich dann dort draufklicke, komme ich wieder exakt zu dem Zeitpunkt im Video des Redebeitrags, wo dieser Satz fällt. Das heißt, ich kann die einzelnen Segmente dieses Videos teilen und zitieren und erhalte mir aber den gesamten Redekontext und auch den Kontext des gesamten Tagesordnungspunkts oder der gesamten Sitzung, die an dem Tag stattgefunden hat. Was wir darüber hinaus noch machen, und da geht es dann jetzt langsam schon in Richtung Wikidata, ist, dass wir einerseits Dokumente verknüpfen. Das heißt, wir finden raus, welche Dokumente, welche Drucksachen in dem Falle des Bundestages denn in diesem Tagesordnungspunkt besprochen wurden, verlinken die dort direkt. Aber sehr viel zentraler ist noch, dass wir die Personen, die Parteien, die Fraktionen, die dann dort sprechen, inklusive ihre Rollen, verknüpfen mit den Redebeiträgen. Und da würde ich jetzt übergeben an den zweiten Teil unserer Lösung, den Bernd uns vorstellt. Ihr habt gerade schon gehört, Kontext ist wichtig. Und ein Zitat aus dem Zusammenhang gerissen kann missbraucht werden. Wenn ich aber sofort die Möglichkeit habe, dort weitere Informationen mir zu holen, welche Anträge da eine Rolle spielen, welche weiteren Rednerinnen in der Debatte es vielleicht noch gibt oder auch wer zu einem Thema in, also wer selber Abgeordneter ist oder im Abgeordnetenbüro arbeitet, wer zu dem Thema vielleicht schon in letzter Zeit mal gesprochen hat. Das ist natürlich schwer interessant. Kontext ist auch das, was quasi die Community, die von Wikimedia Deutschland unterstützt wird, nämlich die Wikidata-Community dort geliefert hat und quasi so als Grundlage, als Einstieg in die Arbeit da auch ein bisschen zur Verfügung stellt. Nämlich jetzt hat sich Joscha nicht hinsetzen müssen und alle Informationen zu den Abgeordneten einzeln aus dem Internet zu recherchieren oder auch aus der Webseite des Bundestages. Da gibt es zwar auch ein System, ein Informationssystem des DIP, das auch einige Sachen zur Verfügung stellt, aber eben auch nicht unbedingt in der Form, dass man es leicht finden und vor allem auch leicht und rechtssicher nachnutzen kann. Und das ist die Idee von Wikidata. Das ist so ein bisschen, als würden mich die Kolleginnen wahrscheinlich wieder knüppeln, aber so ein bisschen Wikipedia für Maschinen. Das ist strukturiertes, maschinenlesbares Wissen, das sprachneutral zur Verfügung steht und als Datenbank eben auch abgegriffen werden kann von Projekten wie Open Parliament TV, die dann eben wissen wollen, okay, es gibt da eine Abgeordnete wie Anke Dubscheit-Berg und welche Attribute hat sie denn? Nächste Folie bitte. Und die Idee hinter Wikidata ist, es ist ein Projekt aus dem Wikimedia-Kosmos, aus dem Wikiversum. Es ist eine offene Wissensplattform unter CC0, das heißt, ein Joscha Jäger als auch eine Amazon Alexa dürfen auf diese Daten zurückgreifen, tun es auch nachweislich und können dann eben auf andere Art und Weise dieses Wissen reproduzieren. Das Wissen selbst ist durch die Community, durch eine ehrenamtliche, freiwillige Community erarbeitet und wird dort auch kuratiert und erweitert. Es gibt Professionelle, die zuspielen, die Informationsquellen, Wissensbestände zur Verfügung stellen,
Aber der große Vorteil und das Asset oder was Wikidata einfach hat, sind die vielen Freiwilligen, die teilweise mit automatisierten Programmen, mit Bots, aber vor allem auch in händischer Kleinarbeit dort wirklich liebevoll Wissen pflegen. Die Basis dieses Wissens, das sind die Wikidata-IDs, das sind diese Q-Items, kommen wir gleich zu, das sind feste Codes, die Objekten in Wikidata zugewiesen sind. Objekten wie beispielsweise einer Abgeordneten. Nächste Folie. Und dann ist die, dann hat man, also als Basis kommt man da erstmal rein, kann sich auch durch verschiedene Wissensbestände, kriegt so eine Futur, was ist das eigentlich überhaupt und wie kann ich mich hier bewegen, kann aber auch direkt Wikidata durchsuchen und dann da auf die einzelnen Instrumente kommen. Da gibt es dann auch Sparkle-Abfragen, mit denen man dann auch nochmal Wissensbestände miteinander verknüpfen kann. Also zeige mir, welche Abgeordneten in der aktuellen Legislatur im Deutschen Bundestag in der Fraktion SPD im Bundestag sitzen. So. Solche Fragen können händisch gestellt werden, aber können auch automatisiert werden. Nächste Folie bitte. Dann wird auf das Q-Item, also auf das Datenobjekt geguckt und dann werden bestimmte Properties und Values dann eben entsprechend noch mit abgefragt. Also zeige mir alle Objekte, die Instance of, also Property, also die für die zutrifft, dass sie, naja, Mensch sind trotzdem hoffentlich alle, aber beispielsweise Mitglied einer bestimmten Fraktion sind. Und das ist die Art und Weise, wie bei Wikidata Wissen bereitgestellt wird, damit es automatisiert in andere Projekte eingebettet werden kann, um dann ja ganz ganz visuelle schöne Dinge daraus zu bauen, weil wie wir gerade auch gelernt haben, der stenografische Dienst des Deutschen Bundestages, der baut Dinge, Protokolle, die durchsuchbar sind, mit denen man wirklich viel anfangen kann, aber nochmal näher sind natürlich die Videoeindrücke. Und wenn wir über die Verknüpfung dieser beiden Sachen, über den Umweg quasi oder über die strukturierte Wissenssammlung Wikidata, da noch mehr daraus machen können, dann ist das, glaube ich, ein wahnsinniger Vorteil und ein Schatz für alle Beteiligten. Jascha? Ach so, genau, eins noch. Jascha hat ja gerade schon erzählt, dass wir so bestimmte Wissenssilos haben, also dass die Informationen über die Parlamente so, die liegen zwar vor, werden auch von den Parlamenten selber bereitgestellt und auch aktualisiert, Klammer auf, nicht immer besonders liebevoll, was allerdings auch daran hängt, dass sie nicht immer dass die Informationsabteilung nicht immer oder die Parlamentsdokumentation beispielsweise nicht immer den Auftrag oder die Ressourcen hat, das besonders gut standardisiert und offen und öffentlich, also öffentlich schon, aber offen, entsprechend zur Verfügung zu stellen. Dann passiert es ja aber, dass beispielsweise ein Landtagsabgeordneter dann mal in den Bundestag dann kommt, also dieselbe Person, unterschiedliche Funktion. Und dann möchte ich natürlich da auch Wissensbestände miteinander verknüpfen, eigentlich. Aber wenn die Systeme nicht miteinander reden und nicht miteinander kompatibel sind, ist das ein Problem. Wikidata ist da der Link zwischen den Parlamenten. Die Stammdaten der Abgeordneten, Parteizugehörigkeiten werden über die verschiedenen Systeme hinweg einfacher abrufbar. Und sind es, liegen vor. Es kann, und jetzt bist du schon eine zu weit. da werden eben noch andere Verknüpfungen und andere Zusammenhänge zwischen Personen werden damit auch nochmal durchsuchbar erfassbar. Und dann über die eindeutigen Identifikatoren werden die miteinander verknüpft. Jetzt gerne die nächste Folie. Also Joscha, du übernimmst an jedem Punkt, an dem du sagst, so jetzt verlässt Bernd seine Domäne. Super. Gerne weitermachen. Die Datenstruktur von Open Parliament TV basiert eben zu großen Teilen auf Wikidata. Also auch da wieder die Idee, es kann aus dieser Wissensdatenbank Wikidata rausgespielt werden und kann dann verknüpft dort an anderer Stelle andere Wissensbestände, die dann vielleicht auch wieder nach Wikidata zurückfließen können. Und nicht immer wissen die Beteiligten bei Wikidata, wo überall ihr Wissen auftaucht, also beispielsweise, und
Da gibt es auch Beispiele von wie Cohesio von der Europäischen Kommission, wo sie es relativ spät erst gesehen und gemerkt haben und dann denen auch geholfen haben, das weiter zu implementieren. Aber das kann eigentlich jeder machen, weil das ja unter das ist ja frei verfügbar. Das darf ich ja nutzen unter bestimmten mit bestimmten Nutzungsbedingungen. Und da muss ich auch gar nicht zurück nach Hause telefonieren. Kann es aber, um dort wieder zu helfen. Also bestimmte Items oder sind dann eben mit Values versehen, mit den Eigenschaften Personen, Fraktionen, Parteien, Organisationen und lassen sich dann da eben entsprechend auch als Wissensbestände miteinander verknüpfen. Also habt ihr ja gerade angezeigt bekommen. Zeige mir, also ich welche, okay, ich weiß, worüber geredet wurde, weil ich hatte einen Suchbegriff, ich weiß, wer geredet hat, wird ja angezeigt, aber filter mir das jetzt mal so, dass mir nur Abgeordnete der CDU-CSU-Fraktion angezeigt werden beispielsweise. Die Objekte dann lassen sich unabhängig von parlamentsspezifischen Systemen dauerhaft und eindeutig zuweisen. Das ist der Vorteil, ne? Hier mit parlamentsübergreifender, strukturierter Wissenssammlung. Und können dann auch noch sind ja auch bereits in der Datenbank Wikidata angelegt, mit Wikipedia-Inhalten und eben oder Inhalten von Wikimedia Commons, der Bilddatenbank hinter den Wikipedia-Projekten und hinter den verschiedenen Sprachversionen entsprechend verknüpft. Die Wikidata-Community hat den Vorteil für Nachnutzende, dass der Wissensbestand, den ich dann neu aufbaue, als dieser Community wieder zugutekommen kann. Einerseits können von Open Parliament TV die Daten aktualisiert, korrigiert werden, wenn Joscha und sein Team jetzt Sachen auffallen. Andererseits werden aber auch Aktualisierungen, die währenddessen bei Wikidata passieren, oder Wikidata, je nach Sprachraum, werden dann eben entsprechend auch, kommen dann direkt Joscha wieder zugute. Also er hat nicht einmal sich eine Datenbank kopiert und muss dann gucken, dass er sie aktuell hält, sondern hat dann eben auch Aktualisierungen, die von der ehrenamtlichen Community gemacht werden, direkt wieder in sein Projekt eingebaut. Und dadurch ja profitieren wir alle davon. Also Wissen wird ja nicht weniger, wenn man es teilt. Ganz im Gegenteil. Wunderbar, vielen Dank, Bernd. Dann übernehme ich nochmal zum aktuellen Stand von Open Parliament TV. Was wir jetzt momentan gemacht haben, ist, dass wir mit den Daten des Deutschen Bundestages gearbeitet haben. Und zwar haben wir knapp 30.000 Redebeiträge im Deutschen Bundestag in unsere Plattform importiert und mit den Plenarprotokollen synchronisiert. Das sind so fast alle Redebeiträge seit Oktober 2017, also Beginn der 19. Wahlperiode. Bis heute, Sternchen heißt, wir arbeiten noch an der Optimierung dieser Daten, aber da ist schon sehr, sehr viel drin und bisher auch sehr, sehr gut. Wir haben Profile für die ganzen Rednerinnen, Parteien, Fraktionen und Dokumente angelegt und mit Wikidata verknüpft. Das hat den Hintergrund, dass wir nicht nur eine Suchmaschine sein wollen, sondern ganz viele verschiedene Zugänge zu diesen Inhalten, zu diesen politischen Diskursen, die da stattfinden, bieten wollen. Das heißt, ich kann beispielsweise einfach nur basierend auf einem bestimmten Dokument, einem bestimmten Gesetzesentwurf mir ansehen, in welchen Reden wird dieser Gesetzesentwurf denn eigentlich besprochen und von wem und was wird da wie diskutiert. Also habe einerseits die Suchmaschine, andererseits ganz viele andere Einstiege in diese Debatten. Und wir haben begonnen, einen parlamentsunabhängigen Import-Workflow zu bauen. Sprich, wir haben technisch dafür gesorgt, dass das, was wir da machen, nicht nur für den Bundestag funktioniert, sondern sich abstrakt genug ist, um das anpassen zu können auf andere Parlamente. Da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Die langfristige Weiterentwicklung sieht vor, dass wir ein System kleiner, interoperabler und gut dokumentierter Komponenten bauen, was dann verwendet werden kann als Basis für den Einsatz von Open Parliament TV in beispielsweise Landesparlamenten. Da sind wir auch zum Teil schon im Gespräch. Bei Stadtratssitzungen, sofern die Wortprotokolle haben, bei Sitzungen des EU-Parlaments und natürlich auch weiteren nationalen Parlamenten. Da sind wir auch bereits im Gespräch. Unser langfristiges Ziel ist es, dass wir politische Debatten über verschiedene Ebenen und Länder hinweg quasi interparlamentar zugänglich machen können.
Das heißt, ich habe einerseits die Möglichkeit, parlamentsübergreifend Debatten zu verfolgen, zu durchsuchen und habe aber auch die Möglichkeit, die Inhalte untereinander zu verknüpfen. Sprich, wenn sich jemand auf eine Aussage einer anderen Person aus einem ganz anderen Parlament bezieht in seiner Parlamentsrede und in ihrer Parlamentsrede, kann ich diese Verknüpfung herstellen, weil die Parlamente untereinander kompatibel, verknüpfbar gemacht wurden und verknüpft wurden. Die Strategie, die wir dabei verfolgen, ist einerseits eben dieser technologische Part, also dass wir die Suchmaschine und interaktive Videoplattform bauen, dass wir daran arbeiten, dass interoperable Standards eingehalten und weiterentwickelt werden, dass die Parlamente Schnittstellen zur Verfügung stellen, dass wir selbst offene Schnittstellen zur Verfügung stellen und offene Formate nutzen, die dann auch wieder nachgenutzt werden können. Es gibt aber auch zwei andere sehr, sehr wichtige Bereiche. Der eine ist Policy Advocacy, das heißt, wir beteiligen uns aktiv an der Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit bei EntscheidungsträgerInnen, in Fraktionen oder auch in Parlamentspräsidien, wo meistens die Entscheidungen getroffen werden für die Parlaments-IT und versuchen, die zu überzeugen, die Inhalte und Daten aus den Parlamenten frei zu lizenzieren und die Standards, die existieren, anzuwenden etc. Wir beteiligen uns aktiv an Open-Government-Arbeit als Teil dieser Policy-Advocacy-Arbeit und vernetzen uns natürlich mit bestehenden Akteuren in dem Bereich. Der dritte Punkt, Netzwerk, ist dann nochmal die Idee, dass wir uns so aufstellen, dass wir regelmäßige Austauschformate schaffen, speziell zu dem Thema Videoaufzeichnungen und Plenarprotokolle zwischen Akteuren aus der Forschung, Parlamentsverwaltungen, JournalistInnen, sogenannte Parliamentary Monitoring Organizations, also so Watchdog-Organisationen, welche beobachten, was im Parlament passiert. Und Open-Data-AktivistInnen, der Hintergrund ist, dass sehr viele Menschen bereits an diesem Thema arbeiten, aber da oft der Austausch fehlt, gerade über verschiedene Ebenen. Und wir glauben, dass wir sehr, wenn wir uns spezifisch auf dieses Thema konzentrieren und da ein eigenes Netzwerk aufbauen, wir sehr viel erreichen können. Das war der Rundumschlag zu Open Parliament TV. Mehr Infos findet ihr auf openparliament.tv oder auf Twitter unter openparl.tv. Und hier sind wir erreichbar. Und jetzt freue ich mich über Fragen. Freuen wir uns über Fragen. Und eine Sache noch, spielt gerne mal mit diesem Tool rum. Also das ist ja ganz oft mit Daten so, das wird erst, wenn man es anfasst, wenn ich dann eben schaue, ich bin ein Fan von irgendwie CO2-Speichern und Feuchtgebieten und suche dann eben nach Moor-Sternchen, um dann zu sehen, wer hat schon über Moore gesprochen, in welchen Reden, dann kann ich da Binge-Watching machen, weil ich ja auch automatische Abspielenfunktionen habe. Das funktioniert auch mit ein bisschen abstrakteren Begriffen oder mit Floskeln, was Hänschen nicht lernt oder so etwas, um da mal zu sehen, wer das alles eingebracht hat. Also da kommen die schönsten Sachen bei raus. Das hat eine ganz praktische Anwendung, ist aber auch ein wunderschönes Tool einfach mal zur nerdigen Ablenkung.